Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dust in a Lysen Tale. Wir sind unter Schlammingen, also hier in dem Keller quasi. Hallo Ladenmann. Ah, hello again, my friend. So, gucken wir mal, was der so im Angebot hat. Steinweste, ja, Ringe, bla bla bla. Schlüssel hatte 4 Stück nur noch. Könnte ich allerdings mal kaufen. Also ich kaufe mal 2. Ich bin jetzt mal so frech. Ja. Materialien. Wir brauchen ja diese Florn-Funken. Davon hat er jetzt welche. Und Florn-Tentakel. Aber Florn-Tentakel habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich guck mal, was wir im Verkaufsmodus so dem noch anbieten können. Florn-Funken haben wir selber genug. Auch Florn-Tentakel. Ach, das haben die gar nicht. Trollkpanzer. Okay, dann verkaufe ich dir mal einen Trollkpanzer. Und dann schauen wir mal weiter. Your transaction is most important. Ja. Thank you. Unsere Transaktion. So, hier fegt es die ganze Zeit wie so bekloppt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich sehe schon, unten rum geht's nicht. Ah, der Wind ist hier so stark. Wow. Ah, wie bescheuert ist das denn? Aber naja, okay. Ich hasse solche Hüpfdinge. Also so Jump'n'Run-Einlagen sind ja schon schön und gut, aber ich bin da immer so total schlecht drin. Gut, da ist nix. Jetzt los. Achso, nach unten und. Okay. Ah, Mann. Ich muss gerade mal kurz was einstellen. Okay, probieren wir es mal. Okay, da steht wieder so ein Rutschding. Gut. Okay, die Mucke fängt an. Wow. Alter, war das jetzt knapp. Hallo, Schaf. Au. Ich hasse es. Wozu haben wir jetzt hier eine Bombe gekriegt? Ich wette, die brauche ich. Also nehme ich es einfach mal mit. Das ist doch nicht fair. Ah, fuck. Ach, da ist noch so ein Stachel. Okay, vielleicht brauchen wir die Bombe ja erst woanders. Sag mal! Hier gibt's ganz schön viele Speicher, Digga. Denkt ihr wirklich, man schafft es nicht auf Anhieb? Ah ja. Wind. Der von oben nach unten. Oh, da ist noch ein kleiner Freund. Ich kann nicht rutschen, um da reinzukommen. Ey, wie fies ist das denn? Und was ist das da? Da ist doch ein Seil. Oder nicht? Ich hasse das. Also hier geht's auch nicht weiter. Schon wieder das Rutschding, ey. Mann. So langsam müssten wir es doch bald mal lernen können. Sobald wir das gelernt haben, ey, da geht die Sache aber ab, das glaubt er. Guck, hier können wir dann endlich durch und all so Zeug. Nö. Da müssen wir alle Bereiche nochmal abgrasen. Ach, verdammt, ey. Schon wieder, Rutschi. Ey, es ist doch nicht wahr. Okay. Gefährlich ist das hier. Okay, da geht's auch nicht lang. Hier scheint es ganz schön windig zu sein.
Ja, ganz schön windig. Hier kann man nur rutschen, wie immer. Ab nach oben. Aua. Scheiße, ich bin fast tot. Verdammt! Ich mit meinen zwei linken Fingern, ey. So. Okay. Hoch. Alles klar. Gut. Da ist die Fähigkeit. Zeitschritt in der Hocke verfügbar. Ah, jetzt können wir endlich rutschen. Hui. Ja. Na also, es geht doch. Ja, jetzt bleibt die Frage immer noch offen. Was? Ja. Hui. Yeah. Was passiert, wenn ich hier aufstehe? Ach, geht gar nicht. Okay, da ist man festgeglitscht. Alles klar. Ja, ich weiß, da kann ich durchrutschen. Ach so, natürlich kann ich da jetzt nicht wieder zurück. Aber ich kann rutschen. Ja. Das heißt, wir können den kleinen Freund retten, der hier irgendwo war. Mann. Hui. Halt. Hätte ja sein können. Scheiße! Das war fies. Das war doch fies. Ich hab nur eine falsche Entscheidung getroffen. Mann. Also, nochmal hoch. Dann hier durch. Okay. Auch nochmal hier durch. Dann nach rechts. War das jetzt schon wieder falsch? Das kann doch gar nicht sein. Also so langsam werde ich Banane. Banane. Sehr kalziumreich. Was? Die wollen mich doch tatsächlich fertig machen. Wollen mich einfach kaputt machen. Früher morgen hier, wenn ich aufnehme, wollen sie mir schon eins reinwirken. So, was jetzt? Ach, endlich. So, öffnen. Dreieck X, Kreis, Kreis, X, Dreieck. Hä, das ist doch der von Spelunky. Ist ja witzig. Geil. Nettes Easter Egg. Ach so, deswegen auch die ganzen Steine hier und der Dings. Ey, das ist ja geil. Ist ja echt witzig. Nicht schlecht, das Easter Egg. Gefällt mir. So, jetzt müssen wir aber nochmal zurück. Oh, fuck. Jetzt habe ich einmal kurz auf Timer geguckt, bin gesprungen. Das war doof, ich gebe zu. Ne, wir haben doch gesehen, dass da unten noch irgendwo was zum Rutschen war. Hier. Oder war das das? Ne, das war das nicht. Scheiße. Okay. Just be careful. Scheiße. So, was gibt es hier? Ich bin sehr neugierig. Eine Kiste. Yeah, ich habe 0 Schlüssel. Woohoo. In der Kiste wäre jetzt bestimmt was ganz Tolles gewesen. Wir brauchen eindeutig mehr Schlüssel. Aber die kriegen wir jetzt eigentlich, weil wir jetzt rutschen können. Also kriegen wir doch normalerweise überall Schlüssel her. So, jetzt müssen wir natürlich... Aha. So, allerdings, da wir jetzt rutschen können, wissen wir ja schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Nämlich Backtracking bis zum geht nicht mehr. Nämlich fangen wir vorne bei der Lichtung an. Da, wo wir damals angefangen haben.
Da waren nämlich auch schon solche Rutschdinger. Und da fangen wir an. Und arbeiten uns dann nochmal die ganzen Areale durch. Und gucken dann mal. Gucken dann mal, wo wir noch was holen können. Weil jetzt, wo wir das können, bin ich sicher, dass wir hier eine Menge Zeug noch abgreifen können. Bestimmt auch wertvolles Zeug. Ja. Ich werde aus dieser Höhle nie wieder rauskommen. Ich bin so froh, wenn wir das Kapitel Schlammingen endlich abschließen können. Ich meine, das Areal ist schon schön und alles. Und yeah, es ist alles Knorke und sieht toll aus. Aber es nervt. Und deswegen porte ich mich jetzt einfach raus. Ich porte mich jetzt zur Lichtung. Ganz vorne bei der Lichtung fangen wir jetzt an. Ah, hier fängt es ja schon mal an. Das heißt, hier kommen wir wahrscheinlich zurück, oder? Ach so. Okay, also da geht es anscheinend wieder zurück, oder weiß der Herr was? Hier sieht es nach der Cerelienprüfung aus. Ah! Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Oh, nur ganz kurz. Hier sieht es schon sehr verdächtig aus. Wozu diese Pflanze da? Yeah, Monster! Lang keine Monster mehr geklopft. Ach, ich liebe es. Monster einfach mal wieder prügeln, sinnlos. Das hat man schon so lange nicht mehr. Ah. Ich glaube, jetzt sind wir genau da, wo wir damals angefangen haben. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, von hier aus geht dann unsere Reise erneut los. So funktioniert das, ja? So funktioniert das. Zielen muss ich noch arbeiten. Aber das kriegen wir. Okay, also wir waren da. Okay, hier ist wieder nichts. Ich versuche nur gerade alle Wege nochmal abzuwägen. Das heißt also. Denn jetzt da hinein? Okay, da geht's wieder irgendwo anders hin. Her mit eurem Geld. Okay, da ist die Kiste, das ist Rutschding, alles klar. Das heißt, von da aus kommen wir wieder dann da hinunter. Das heißt also, es geht nach unten und dann geht's raus hier aus dem Wald. Stimmt's? Stimmt's? Nein. Stimmt nicht. Hä? Oh. Wir sehen das erst in der nächsten Folge wieder.
Naja, bis dahin.